Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Rune Factory 4. Und letzte Mal, weiß ich gar nicht mehr, was wir gemacht haben, ist erst 2 Tage her oder so, aber ich weiß es schon nicht mehr, haben wir Aufträge zu erledigen. Hier sind die heutigen Anfragen. Okay, Spielkraut ernten können wir nicht, Kartoffel ernten können wir auch nicht, Monster als Freunde gewinnen, das könnten wir machen. Düngerkiste bauen, beschaffe Dünger, machen wir mal das. Schreiben wir uns auf. Okay, ich habe die Einzelheiten zu dem Auftrag in mein Notizbuch festgehalten. Dieses Mal kommt eine Anfrage von Margarete. Sie will, dass du lernst, wie man Dünger einsetzt. Und offensichtlich hat sie dir ein Geschenk dagelassen. Mann, diese beiden Sätze gehören wirklich nicht zusammen. Mal sehen. Hast du schon Gemüse angebaut? Wenn du Pflanzen immer wieder auf demselben Boden anbaust, verschlechtert sich dessen Qualität mit der Zeit. Und da kommt die Düngerkiste ins Spiel. Als Düngemittel verwendest du verschiedene Grassorten. Wenn du genügend Gras in der Düngerkiste aufbewahrst, wird sich die Qualität des Bodens verbessern. Oh, selbst wenn die Kiste leer ist, verbessert sich die Qualität des Bodens allmählich, wenn du es ihm genug Zeit gibst. Das ist alles ganz einfach, was? Da hast du's. Versuch doch mal verschiedene Sorten Gras in die Düngerkiste zu legen. Ja. Erstmal nehmen wir die mit. Dann nehmen wir die erstmal auf und bringen die kurz im Feld. Und liebe Freunde, natürlich ist das Abonnieren oder ein Daumen nach oben immer umsonst. Immer dran denken. Kostet keinen Cent, wirklich. Also ich schwöre es euch. Probiert's aus, es funktioniert wirklich, ist umsonst. So, ach so, ja gut, reinlegen machen wir natürlich wieder über ins Inventar. Da müssen wir wieder hier klicken, da müssen wir wieder runter. Es ist ein bisschen umständlich, muss man leider so sagen. Naja, passt schon. So, jetzt haben wir was reingelegt. Sind die Rüben fertig? Nee, sind sie noch nicht. Aber wir haben hier noch ein bisschen Gras und so. Das können wir ja auch noch oben rein. Das können wir da nicht reinpacken. Okay. Oh, okay, das wird wirklich aus der Karte rausgeworfen. Das ist cool. Das ist tatsächlich ein schönes kleines Detail. Oh. Guten Morgen. Oh, Potato. Was macht ihr denn alle hier? Wir sind hier, um Lady Ventusville um ihre Hilfe zu bitten. Hilfe? Womit denn? Na, du hast doch die gespenstischen Stimmen gehört, oder? Wir wollen mehr über sie erfahren. Alles über sie erfahren. Ah, hör auf damit, Oma Flora. Hihihihi. Ich glaube nicht, dass ich von diesen gespenstischen Stimmen schon mal gehört habe. Was erzählt man sich denn darüber? In letzter Zeit haben die Leute berichtet, jede Nacht gruselige Stimmen zu hören, die durch die Stadt hallen. Gespenstische Stimmen in der Nacht. Könnte es sein, dass... Wenn Team Schlaf redet? nein, das ist nicht besonders wahrscheinlich, oder? Aber wenn niemand im Schlaf spricht, was könnte es dann sein? Das ist es. Es muss Venti sein, wie sie in der Einsamkeit des Windes heult. Ernsthaft jetzt? Potato, hast du diese Stimmen gehört? Ja, tatsächlich habe ich das. Du auch? Herrje. Also, warum seid ihr Leute gleich nochmal hier? Naja, das ist allerdings nur ein Gerücht. Aber anscheinend hat jemand herausgefunden, wo diese Stimmen herkommen. Ja, mir wurde gesagt, dass sie aus den Ruinen im Südosten kommen. Dort gibt es aber so viele Monster, dass niemand überhaupt erst in die Nähe dieses Ortes gelangt. Schon seltsam, was? Wir müssen uns einfach eingestehen, dass es wirklich ein Fluch ist. Oh, Oma Flora! Glücklicherweise hat die Stadt noch keinen Schaden genommen, aber wenn das Gerücht erst die Runde macht, könnte der Tourismus stark darunter leiden. Deswegen sind wir hierher gekommen, um Lady Ventusville um ihre Hilfe zu bitten. Wir wissen, dass wir uns nicht bei all unseren Problemen auf sie verlassen sollten, aber Margarete war so verängstigt, dass sie uns mehr oder weniger angepflegt hat, hierher zu kommen. Ich war nicht verängstigt. Gespenstische Stimmen, sagt ihr. Ich glaube, ich weiß, was das sein könnte. Bitte denkt einfach nicht mehr darüber nach. Ich werde mich selbst um diese Angelegenheit kümmern. Das wirst du tun. Yes. Juhu! Jetzt bekomme ich endlich etwas Schlaf. Gib es zu, du hattest Todesängste. Die hatte ich nicht. Danke vielmals, Lady Ventusville. Danke vielmals. Vielen Dank auch von meiner Seite, Lady Ventusville. Also, hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Würdest du es mir näher erklären? Venti? Was? So? Was fällt dir überhaupt ein? Hegst du irgendeinen Groll gegen mich? Willst du damit vielleicht etwas beweisen? Was habe ich denn getan? Sich überhaupt vorzustellen, dass jemand mein Geheule für die Stimmen eines Gespenstes halten könnte? Was bin ich? Ein Wolf? Ein Hund? Sieh mir in die Augen und sag das nochmal. Oh, du hast das also gehört? Ich stehe direkt vor dir und du hast nicht gerade geflüstert. Wie hätte ich das nicht hören können? Trottel. Und dann hast du auch noch meinen Spitznamen vor allen anderen verwendet. Tut mir echt leid.
Kannst du mir vergeben? Ich sagte doch, es tut mir leid. Ja, aber hast du das auch ernst gemeint? Das habe ich, es tut mir wirklich leid, ernsthaft. Bist du dir sicher, dass du es ernst meinst? Jede einzelne krieche, schluchzende Silbe. Absolut, aus tiefstem Herzen. Dann beweise es, also sei doch so nett und sieh mal nach, was in den Wasserriemen vor sich geht. Klar, das kann ich mal... Moment mal, warum? Betrachte es als Strafe für deine Unverschämtheit und jetzt geh. Aber hast du nicht gerade gesagt, dass du dich darum kümmerst? Ja, ich würde mir die Sache gerne selbst ansehen, aber ich sollte die Burg wirklich nicht verlassen. Also, ich könnte doch an deiner Stelle auf diese Burg aufpassen. Ein göttlicher Drache kann niemals von einem Menschen wie dir ersetzt werden. Ich muss mich da doch nur hinsetzen. Das wollte ich doch eigentlich schon länger mal fragen. Was ist ein göttlicher Drache? Hä? Das kann nicht dein Ernst sein. Du weißt wirklich nicht, was göttliche Drachen sind? Naja, ich habe schließlich mein Gedächtnis verloren. Gottgütiger. Ich hätte nie gedacht, dass es in diesem Land jemanden gibt, der noch nie von göttlichen Drachen gehört hat. Du bist wirklich ein hoffnungsloser Fall. Dann lass es mich dir erklären. Hör gut zu, Potato. In dieser Welt werden 4 Drachen als Götter betrachtet. Terrable, der Drachengott der Erde und Herrscher über die Wiederauferstehung. Feurioso, der Drachengott des Feuers und Herrscher über die Zerstörung. Aquaticus, der Drachengott des Wassers und Herrscher über die Verwandlung. Und dann gibt es noch mich. Ich bin Ventusville, die Drachengöttin des Windes. Ich herrsche über den Abgrund der Zeit. Seit den frühen Tagen der Antike wurden wir 4 gemeinsam als die göttlichen Drachen bezeichnet. Sind wir beide jetzt auf einer Wellenlänge? Ja, ich glaube, ich verstehe jetzt, was göttliche Drachen sind. Aber wenn du eine Göttin bist, warum kümmerst du dich dann nicht um das Problem, so wie du es versprochen hast? Denkst du, dass ich alle Probleme für die Menschen lösen sollte? Ich habe es schon einmal gesagt und ich sage es noch einmal. Was Menschen selbst vollbringen können, sollte auch von ihnen vollbracht werden und nur von ihnen. Ich leiste ihnen Hilfe, wenn der richtige Zeitpunkt dafür gekommen ist und keine Sekunde vorher. Das ist es, was Gottsein bedeutet. Außerdem, um ehrlich zu sein, bist du für diese Angelegenheit bestens geeignet. In diesem Land gibt es besondere Orte namens Runenplätze. Dabei handelt es sich um Stätten, an denen es große Mengen an Runen zu finden gibt. Und hier in der Gegend gibt es 4 solcher Plätze. Der Ort, an dem Flavia gefunden wurde, ist einer von ihnen. Und es gibt noch einen weiteren, und zwar hier, Wasserruinen. Es könnte sein, dass dort ein oder mehrere Monster ihr Unwesen treiben, genau wie hier, Jokmirwald. Potato, da du ein Erdfreund bist, brauche ich deine Hilfe. Wirst du diese Aufgabe für mich übernehmen? Ja, natürlich. Danke, ich entschuldige mich für etwaige Unannehmlichkeiten, die dir das bereiten könnte. Hast du gesagt, dass dieser Ort Wasserruinen im Südosten liegt? So ist es. Zuerst gehst du in den Wald mit den vielen Pilzen südlich der Stadt. Dann findest du in Richtung Osten eine Brücke. Überquere die Brücke und schon bald kommst du hier an. Wasserruinen. Hast du alles verstanden? Ja. Das ist mein Potato. Wenn du dich verirrst, dann komm einfach wieder her und frag mich erneut. Und nicht vergessen, unterwegs wirst du auf Monster treffen und in den Ruinen ebenso. Oh, übrigens, ich denke, für den Fall der Fälle solltest du das hier mitnehmen. Ventis Glücksbringer halten. Was ist das? Sie sieht wie eine gewöhnliche Feder aus, stimmt's? Aber sie ist so viel mehr als das. Das ist eine Feder, die mir ausgerupft wurde. Ja, das habe ich schon verstanden. Meine Kräfte wohnen hier inne. Wenn du sie ausrüstest, schützt sie dich vor Monsterangriffen. Oh, sie ist also sowas wie ein Schutzzauber. Im Grunde genommen ja. Ihre Wirkung ist nicht besonders stark, aber sie sollte dir zumindest ein bisschen von Nutzen sein. Aber wenn du sie nicht ausrüstest, dann wird sie dir auch nicht weiterhelfen. Also vergiss nicht, dich damit auszurüsten. Okay, verstanden. Boah, so viele Texte in dem Spiel. da. Okay, rüsten wir aus. Boah, das ist doch gut. So, unser Feld, wie sieht's da eigentlich gerade aus? Die Düngerkiste haben wir hingestellt. Guck mal, die sind aber schon fertig hier. Wollte ich das eigentlich so machen? Nee, eigentlich ja nicht, ne? Aber naja, gut. Dann packe ich den mal ganz kurz hier rein, weil eigentlich wollte ich das so nicht machen. Ich wollte ja das hier machen, Moment. Das hier. Ups. Ups. So, was sind jetzt
Noch keine besseren, oder? Ich muss mal ganz kurz im Inventar gucken. Stufe 1, 1. Doch, die sind Stufe 2. Wunderbar. Dann bestellen wir doch direkt das nächste Stück Feld. Moment. Wir müssen auf jeden Fall bessere Rüben machen oder auch bessere Kartoffeln dann. So. So. Müssen wir alles gießen, das wird auch noch ein bisschen dauern. Gießen, gießen, gießen. Tja, gehört auch dazu, du halt so spielen, ne? Feldarbeit. Und immerhin ist es besser, als jetzt wieder eine halbe Stunde zu lesen. Mal wieder ein bisschen was zu tun. Oh, schon wieder kein Wasser. Das erledigt und dann können wir durch die Stadt gehen, theoretisch reden. Wir können auch zur Ruine da unten hingehen, wo wir jetzt als nächstes hin sollten. Aber ich glaube, dafür wäre es, glaube ich, am sinnvollsten, wenn wir versuchen. Moment, erstmal die Anfrage beenden. Gut gemacht, ich lese den Rest des Briefs vor. Morgens leert sich die Düngerkiste ein wenig, da der Dünger für den Boden benutzt wird. Wenn du also Unkraut übrig hast, solltest du es in die Düngerkiste legen. Und das wäre alles. Man sollte die Düngerkiste auf dem Feld also immer parat haben. Tja, ich glaube, wir sind hier erstmal fertig. Für den Anfang hast du jetzt etwas über Dünger bekommen. Und du kannst ihn gerne ganz nach Belieben aufbrauchen. Bis zum nächsten Mal. Anfrage abgeschlossen. Boah, ein bisschen Dünger, einfach nur verwelktes Gras. Kann man mal machen. So. Ups. Ah ne, da wollte ich sogar nicht hinmachen. Hier. Perfekt. Ach, wir haben noch was zu machen da oben, sehe ich gerade. Bam. Das nehmen wir natürlich mit. Als ob ich das jetzt nicht mitnehme. So, die Karte wieder schön groß machen, mit allen reden. Guten Morgen, Nancy. Oh, Potato, guten Morgen. Jones ist sehr stur, also wird er das wahrscheinlich nie selbst zugeben, aber er macht sich wirklich Sorgen um dich und ich mir auch. Also, bitte übernimm dich nicht, versprochen. Okay, das hat sie mir schon mal erzählt. Oh, Potato, halloa. Ist das eine Begrüßung? Nachts höre ich seltsame Stimmen von draußen. Bei sowas habe ich ein schlechtes Gefühl. Guten Morgen, Potato. Oh, guten Morgen. Aus den Ruinen kommt eine Stimme. Manche sagen, dass es ein Geist sein könnte. Aber das kann nicht wahr sein, oder? Nein, definitiv nicht. Das ist unmöglich. Geister gibt es nicht. Ganz bestimmt nicht. Zeit zum Trainieren. Ich höre manchmal seltsame Stimmen in der Nacht. Ich habe nicht wirklich Angst, aber ich kann nicht abstreiten, dass es gruselig ist. Hi, Dr. Jones. Was für ein toller Morgen, oder? Ja, das stimmt. Frühling in voller Blüte. Was kann ich für dich tun? Zum Plaudern bin ich hier. Die Ruinen sind ein Stück vom Wald entfernt. Falls du dorthin gehst, solltest du dich gut vorbereiten. Denk dran, man lebt nur einmal. Tu nichts, was deine Lebensspanne verkürzen könnte. Ja, eigentlich sollten wir jetzt tatsächlich auch mal ein paar Heiltränke quasi kaufen oder herstellen dann. Guten Morgen, Potato. Morgen. Lumi war ganz aufgebracht und hat gesagt, dass mein Gedächtnisverlust rätselhaft sei. Ein echter Fall. Aber ist das wirklich so? Ich bin mir nicht sicher. So, dann gehen wir mal nach Norden, dann reden wir mit allen. Wir haben ja genug Zeit, also es sollte eigentlich von der Zeit locker passen. Hallo, Linfa, das Wetter ist heute wirklich schön, nicht wahr? Hi, Potato, das ist es, aber ach, wie sehr ich mir wünsche, ein Nickerchen halten zu können. Willkommen, was kann ich für dich tun? Plaudern. Ich habe nachts merkwürdige Stimmen gehört. Xiao muss sich wegen irgendetwas große Sorgen machen. Sie jammert so kläglich. Geht die Person hier gerade in das Bad rein oder kommt die gerade raus? Das werden wir gleich wissen. Aha, sie geht ins Bad. Okay, dann lassen wir sie erstmal baden. Was für ein perfekter Nachmittag. Du gehst zu den Ruinen, oder? Hast du keine Angst? Nicht wirklich bisher. Ein fabelhaftes Hallo. Hallo. Willkommen zu deinem Schicksal. Ich bin zum Plaudern gekommen. Ich hörte ein rätselhaftes Knochen, das aus den Ruinen kommt. Jemand muss ziemlich hungrig sein.
Hallo, hallo Potato, du siehst gut aus heute. Was kann ich für dich tun? Ja, die Ernteprognose ist nicht so wichtig, glaube ich gerade. Wir müssen unbedingt etwas wegen dieser Stimmen aus dem Ruin unternehmen. Sobald sich Gerüchte erst einmal verbreiten, schließt sich das Zeitfenster für die Durchführung einer methodischen Suche. Ja, das werden wir jetzt gleich machen. Wir sind ja auf dem Weg gleich. Hey. Diese Stimme aus den Ruinen ist so gruselig. Okay, dann gehen wir noch nach Süden in den Gemischtwarenladen. Im Moment brummt unser Laden. Willkommen, was kann ich für dich tun? Wie läuft es so bei den Ruinen? Wir sind alle etwas besorgt, also wissen wir jede Hilfe deinerseits sehr zu schätzen. Was für ein fantastisches Wetter. Ja, die ganze Zeit scheint die Sonne. Hast du das Gerücht über die Ruinen gehört? Ja. Verstehe. Forte sagte, sie wolle das untersuchen, aber sie hat dabei so sehr gezittert, dass sie wahrscheinlich nicht viel finden wird. Ja. Ich glaube, wir müssen das auch gar nicht durchschaffen, das Dungeon. Ich glaube, wir müssen nur mal erstmal untersuchen. Aber mit ihr haben wir schon gesprochen. So, ach, mit Frau Rübentaum, mein Hobby ist das Leben zu verändern, hey? In anderen Worten, ich habe die Macht, deinen Namen zu verändern, deine Identität zu verändern, dein Leben zu verändern. Oh, ich verstehe. Moment, was? Oder vielleicht kann ich wirklich nur deinen Namen ändern. Würdest du gerne deinen Namen ändern? Nee. Nie damit meiner Identität. Nee. Das ist auf jeden Fall die beste Jahreszeit hier für Entspannungstee. Willkommen. Ich habe gehört, dass du zu den Ruinen aufbrichst. Dieser Ort ist wirklich sehr rätselhaft. Ja, das haben mir schon viele Leute gesagt hier. Aber hey, wir werden schon herausfinden, was da vor sich geht. Eine gelegentliche Tasse Tee erlaubt es mir, mich für einen Moment zu entspannen und mich auf die kommende Arbeit vorzubereiten. Ich habe gehört, dass du zu den Ruinen gehst, Eure Majestät. Ich bin so stolz auf dich. Ja, wir sollten jetzt wirklich langsam Richtung Ruinen gehen, aber das wird schon das, ich bin gespannt, wie es wird. Der Weg darunter. Ich habe ein bisschen Angst. Eure Majestät! Ja, klar, natürlich. Herr Volkanon? Was in aller Welt? War ein nur auf der Durchreise? Natürlich. Oh nein, Eure Majestät! Aua. Eure Majestät, ist alles in Ordnung mit dir? Es geht mir gut. Es tut mir furchtbar leid. Als ich gehört habe, dass du zu den Ruinen wolltest, dachte ich, dass der Baum im Weg sein könnte, also wollte ich ihn wegräumen. Vielleicht ist das nicht der beste Grund, hierher zu kommen, aber es ist mein Grund. Also, Eure Majestät, viel Glück! Übrigens, ich hatte schon fast vergessen. Hier, das ist für dich. Lederhandschuhe halten. Was ist denn das? Das sind meine Lieblingshandschuhe. Die sind bestimmt sehr praktisch. Sind sie für den Kampf bestimmt? Genau. Nachdem du Monster mit Fäusten bewusstlos geschlagen hast, kannst du sie mit A hochheben und werfen. Werfen fügt großen Schaden zu, aber es verbraucht auch einiges an RP, also pass gut auf. Ich würde dir definitiv empfehlen zu lernen, mit deinen Fäusten umzugehen. Denke dran, schlage Feinde bewusstlos und hebe sie mit A hoch. Ich wünsche dir viel Glück. So, aber erstmal machen wir das hier. Da. Soll ich wieder auf Waffe wechseln? Ich weiß, ich habe das eine Ding weggeschmissen. Passiert. So. Okay, das nehmen wir auch noch mit. Oh, da oben, das nehmen wir auch noch mit. Oh, hier sind Gegner. Hier ist ein Portal und da vorne ist ein Gegner. Ups. Das ist noch ein Portal gewesen, oder? Nee. Kleiner Apfelgegner. So, da. Die Karte mal ein bisschen aufmachen. Hier kann man runtergehen, man kann auch nach links gehen. Müssen wir mal schauen, was links ist. Oh, noch mehr Gegner. Natürlich. So. Ich glaube, das ist jetzt zu hoch, das Gebiet, oder? Ah, ich kann den Stein hier gar nicht wegmachen, glaube ich. Dieser Stein. Ich denke, ich muss meine Abbaufertigkeit erhöhen, um ihn zu zerschlagen. Ah. Schade eigentlich. Oh. Eine Orange, okay.
Oh, hier brauchen wir irgendwie eine Brücke oder so. Hier geht's nicht weiter. Na gut. Naja, lasst mich in Ruhe. Oh, okay, die tun weh. Die tun echt weh. Nur hatte ich gerade Level up und dadurch habe ich mein Leben wieder aufgefüllt, glaube ich. So. Oh, Gegengiftgras. Noch ein Pilz. Oh, hier kann man angeln. Na gut. Ey, wir entdecken hier alles. Ist doch super. Boah, lass mich in Ruhe. Aua, 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 aua. Haut bloß ab, ey. Boah, sind nicht respawned zum Glück. So. Können wir jetzt noch weiter nach Süden gehen oder wir gehen hier nach... Oh mein Gott. Hey, langsam tut's echt weh. Ich glaube, wir gehen hier mal nach Süden. Ja, wir sind, glaube ich, in der Höhle, wo wir hin sollten, oder? Seht euch vor, ihr, die ihr diesen Ort betretet. Grausame Bestie des Tages, Hanselmama. Nee, ich glaube, das ist nicht das, wo wir hin sollten. Ich bin falsch gegangen. Passiert. Es gibt leckere Pilze, aber leider auch solche, die giftig sind. Sei also auf der Hut, wenn du welche isst. Ach so, es sind verschiedene Arten von Pilze hier, die ich nicht alle auf einmal aufnehmen kann. Die kommen bei mir eh in den Komposthaufen, vermutlich. Ah, was war das? Ich glaube, wir sind richtig. Ich glaube, es kam von hier drüben. Das sollte ich mir mal ansehen. Von hier drüben, was heißt denn hier drüben? Sei vorsichtig, was Gift angeht. Wenn du vergiftet wirst, verlierst du allmählich deine LP. Halte immer genug Gegengiftgras bereit. Okay. Ah, da ist die Brücke, über die wir sollten. Hey, Potato. Wow, du bist es also wirklich. Was machst du hier? Ich könnte dich dasselbe fragen, Kiel. Ich habe da drüben gearbeitet. Ich untersuche die alten Ruinen hier, um mehr über dieses Land zu erfahren. Also sehe ich mich oft in ihnen um und versuche etwas zu finden. Wow, das ist beeindruckend. Haha, nein, das ist nichts Besonderes. Ich muss mir nicht allzu viele Gedanken machen. Mit Fluchtweg kann ich mich nur wieder in die Stadt zurückkehren. Oh, ach ja, apropos, ich habe was Dringendes zu erledigen. Ich muss jetzt los. Ach. Ja, ich weiß, wie Fluchtweg funktioniert. Habe ich schon leider aus Versehen ab und zu mal gedrückt. So. Selfie, Wasserruin, okay. Oh, ein Hemd. Wer bist du? Hohoho, ich bin ein Wahrsager. Ich kann die Geister rufen, damit sie die Kompatibilität zwischen dir und einer dir nahestehenden Person überprüfen. Du kannst jederzeit wiederkommen, zusammen mit der Person, wenn du wissen möchtest, wie gut sie zu dir passt. Okay. Der Wahrsager also. So, ich glaube, wir sind hier schon richtig. Oh, hier ist noch jede Menge Kompost quasi für später. Sehr praktisch. Oder auch zum Heilen, ist ja Gegengiftgras. Das werden wir wohl brauchen, wenn wir da reingehen. Ich sollte mich aber, bevor wir da reingehen, auch einmal ganz kurz heilen. Ich in irgendwas. Ich könnte das Gras essen. Okay, das passt. Okay, dann gehen wir da rein. Okay, abspeichern. Wasserruinen voraus, empfohlene Stufe 10. Moment, warte mal. Empfohlene Stufe 10. Wir sind Stufe 7. Könnte ganz schön wehtun. Und ich habe nicht was ein Schwert geupgradet oder so.
Das ist also dieser Ort. Wasserruinen. Diese Stimme. Das ist definitiv der Ort, von dem die Stimmen kommen. Genau wie Venti gesagt hat. Ja, man sieht schon, ich krieg ordentlich Schaden. Ich mache auch nicht genug Schaden. Die Gegner halten aber viel zu viel aus. Aber das wird schon lustig. Und viel zu viel ist vielleicht ein bisschen übertrieben, dass sie jetzt viel zu viel aushalten. Aber die halten schon echt was aus. Diese Steintafel. Etwas steht darauf geschrieben. Diese Buchstaben habe ich vorher noch nie gesehen. Hä? Was? Duck, was machst du hier? Das könnte ich dich auch fragen. Dieser Ort wimmelt nur so von Monstern. So abzudriften könnte deinen Tod bedeuten. Haha, ich wollte herausfinden, was hier geschrieben steht und habe dabei alles um mich herum vergessen. Ich habe es nicht mal bemerkt. Ja, und das macht mir Sorgen. Achte auf deine Umgebung, ernsthaft. Danke. Mann, in deiner Nähe bin ich immer ein nervliches Wrack. Hier, nimm das. Das könnte dir nützlich sein. Feuerball halten. Oh, danke. Kein Problem. Um das zu verwenden, musst du es Y- oder X-Platz ablegen. Hier kann man nicht vorsichtig genug sein. Bei manchen Gegnern könnte Magie deine einzige Hoffnung sein. Aber das auch nur, wenn Magie überhaupt gegen sie wirkt. Manche Feinde sind wie eine Ziegelwand, egal was kommt. Du solltest mal in Bardos Laden vorbeischauen und sicherstellen, dass du die beste Ausrüstung bei dir trägst. Jedenfalls wunderst du dich bestimmt, was ich hier mache. Hä? Tja, das geht dich gar nichts an. Sorry. Ist ja auch egal. Okay. Wenn ich so darüber nachdenke, sagt dir der Begriff Runenkugel etwas? Runenkugel? Kann ich behaupten, dass ich das schon mal gehört hätte? Aha, du hast wohl wirklich dein Gedächtnis verloren, hätte ich mir denken können. Was hat es denn damit auf sich? Ich suche nur nach ihr. Das ist alles. Nichts, worüber du dir den Kopf zerbrechen musst. Ihr solltet jetzt jedenfalls los. Eine Sache noch, bevor ich gehe. Du solltest dich auf diesen Narren lieber nicht einlassen. Diesen Narren? Hä? Ah, das tut schon ordentlich weh. Ja, ich muss hier raus. Das endet nicht gut, was ich hier tue. Ich brauche bessere Ausrüstung, definitiv. Dann laufen wir wieder ganz schnell zurück. Oder teleportieren uns einfach. Das geht ja auch. Was? Okay, das war verbuggt. Kann ja schon mal passieren. Ist doch gar kein Problem. So. Aber ich glaube... Ah, noch nicht ganz. Ich wollte gerade sagen, der Part ist vorbei, aber stimmt gar nicht. Hätte ich das gesagt, hätte ich gelogen. Ergo... Warte mal, wir können auch eine zweite Anfrage annehmen, ne? Eisen abbauen. Muss ich das abbauen jetzt sofort oder reicht es, wenn ich einmal Eisen abgebe? Mach ich mal. Okay, ich habe die Einzelheiten zu dem Auftrag in meinem Notizbuch festgehalten. Hier ist eine Anfrage von Kiel. Diesmal habe ich eine Anfrage für den Abbau. Hast du den Hammer noch, den ich dir gegeben habe? Beim Abbau musst du mit dem Hammer auf Mineralien einschlagen. Mineralien sehen aus wie Steine. Du findest sie außerhalb der Stadt und in Dungeons. Gib alles und versuche, hochwertiges Eisen zu besorgen. Hast du das alles verstanden? Wenn du mit dem Abbauen von Eisen fertig bist, sprich mich an. Hier. Ah, du bist fertig mit dem Eisenabbau. Gut gemacht. Tja, das war's für heute. Hier ist deine Belohnung. Durch das Verwenden hochwertiger Hämmer kannst du noch feinere Mineralien abbauen. Versuche also, die gute Hämmer zu beschaffen. Verstanden? Ach ja, eine Sache noch. Gewöhnst du dich langsam daran? Ab morgen gebe ich dir nämlich 3 Anfragen pro Tag. Gut gemacht, wie immer. Nehmen wir uns beim nächsten Mal eine neue Anfrage vor. Anfrage abgeschlossen. Oh, ein Amethyst. So, was wir auch mal machen können. Ja, die Pflichten eines Prinzen. Ich will gerade einfach noch ein Fest veranstalten. Noch haben wir die Zeit, glaube ich, ein nächstes Fest zu veranstalten. Aber wie viel kostet das? 1000 Punkte. Boah. Uiuiuiui. Das Rübenfest war natürlich für mich praktisch, aber es ist im Sommer erst. Aber das müssten wir halt jetzt machen, wenn wir das haben machen wollen. Aber ich glaube, das können wir auch einfach im nächsten Jahr machen. Ich glaube, das machen wir im nächsten Jahr, weil ich habe so viele andere Dinge, die ich noch machen muss. Ich muss zum Beispiel hier mit Läden, da müssen wir auch noch mal gucken, Zeit ein paar Aufträge zu verteilen, Bardos Schmuck. Bardo wird Schmuck verkaufen. Sehr, sehr wichtig eigentlich. Wir brauchen Schmuck. So. Und dann brauchen wir noch eine Lizenz, nämlich die Chemielizenz. Aber wir brauchen natürlich die Beginner-Koch-Lizenz noch. Okay, Zeit, eine Lizenzprüfung abzulegen. Oh, mit dem Chemieset kann Medizin aus folgenden Gegenständen gefertigt werden. Tödliche Explosion, Pflanzenblumen und so weiter. Wenn deine maximale RP niedriger sind als die benötigten RP.
Kein Problem, Zahlen sind doof. Findet keine Fertigung statt. Findet keine Fertigung statt. Juhu, ich hab's geschafft. Auf geht's. Was für eine Prüfung. Ich habe eine Chemielizenz. Ich kann Jones ein Chemieset kaufen. Bei Jones ein Chemieset kaufen. Okay. Beginnerkochlizenz. Okay, Zeit, eine Lizenzprüfung abzulegen. So kannst du Kochrezepte lernen. Rezeptbrot essen. Das ist immer die zweite Antwort, ne? Wenn deine Kochfertigkeit niedriger ist als die Schwierigkeitsstufe des Gerichts, dann kannst du es nicht kochen, oder? Wird es uns alle umbringen. Oh nein. Du brauchst mehr AP, okay. Aber die 100 Punkte hast du nicht abgezogen, ne? Ich hoffe nicht. Das wäre fies. Ich dachte, das wäre immer zweites. Brauchst du mehr AP? Wenn du schwierige Gerichte erfolgreich kochst, erhält deine Kochfertigkeit mehr AP? Oh. Auf geht's. Ich habe nur geraten, ich wusste es jetzt nicht. Ich habe eine einfache Kochlizenz. Ich kann Kochutensilien von Porco kaufen. Zeit, ein paar Aufträge zu verteilen. Ja, ja. Oho. Profi-Kochlizenz. Die machen wir aber später, wenn wir ein bisschen mehr über Kochen wissen. So, dann Entwicklung. Was gibt's da noch? Neues Lager, Monsterscheune. Boah, wir haben ja schon eine Monsterscheune. Okay, ne, es passt. Das ist okay. Dann beenden wir das hier und dann gehen wir nochmal ganz kurz an unsere Kiste hier. Und jetzt ist der Part nämlich tatsächlich vorbei, aber wir gehen trotzdem mal kurz an die Kiste. Und wir gucken nochmal ganz kurz hinein, weil ich glaube, wir haben nämlich ein bisschen was. Genau, das war nämlich das, was ich gucken wollte. Wir haben ein bisschen von diesen Unkraut und so Sachen hier drin gelassen. Das Gegengiftgras würde ich tatsächlich, glaube ich, lieber behalten. Ich glaube, das können wir noch gebrauchen später. Hier gibt es auch noch Pilze und keine Ahnung. Die Effekte sind Fragezeichen, Fragezeichen. Muss halt mal schauen dann. Grünes Gras, Medizinkraut. Medizinkraut brauchen wir nicht unbedingt. Das Gegengiftgras nehmen wir weiter mit. Die Pilze packen wir auch mal ganz kurz in unser Lager. Ach, das geht natürlich nicht. Nee, da traue ich mich jetzt gerade nicht, die zu essen. So, aber was wir jetzt machen können, ist, wir können unseren Komposthaufen mal ein bisschen auffüllen hier. Quasi. So, das wird ein bisschen dauern, weil wir jetzt immer wieder rüber müssen. Und dann nehmen wir das hier in die Hand. Rein damit. Aber auch, wir können auch anderes, also nach links rüber, zum Ende direkt. So. So, wie viel Kompost haben wir? 32, wunderbar. Also das sollte funktionieren. Und so, muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, denkt immer dran, Leute, abonnieren und einen Daumen nach oben sind umsonst auf YouTube. Tatsächlich, komplett umsonst. Probiert's aus, ich schwör's. Auf mein Leben. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part bei Rune Factory 4. Und bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet sagt wow, 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 und die Sounds wiederholen sich die ganze Zeit. Euer Potato Pet. Sagt gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Tschüss, tschüss.